Metal-Metal oder Punkrock-Hardcore oder Metal? 1987. Ich kam über Rap-Musik, über Run DMC, weil sie irgendwie so Crossover-Songs hatten. So King of Rock und was weiß ich, das ganze Zeug. Und ich mochte diesen Gitarrensound, der war mir neu. Ich meine, vorher hatte ich irgendwie schon so von Thrash-Metal so mitgekriegt und so. Das hat mir damals überhaupt nicht gefallen. Das war überhaupt nicht so mein Ding. War mir einfach zu krachig, zu laut oder sonst was. Aber durch die Rap-Musik und die Gitarren, dieses Staccato, und es klang irgendwie wie so ein Synthesizer. Es hat zu der Zeit, zu der Musik gepasst. Und dann habe ich Suicidal Tendencies entdeckt, weil ich zuerst dachte, das ist Rap. Waren die Typen so Latino-Style und so Bandanas und so Gangster-Posen. Und dachte ich, ja, geil, Rap. Es war 87. Hab mir das Album gekauft, das war, welches war das? Dritte Album von denen. Und es war halt irgendwie so West Coast, LA Trash Hardcore, und es hat mich umgehauen. Ich hab's geliebt. Da ging's los. So wie bei anderen Subkulturen auch. Also hatte Metal seine Hochphase, glaube ich, bis 1984, 85. Danach hat sich einfach nur noch wiederholt. Und in den 90ern habe ich überhaupt keinen Thrash Metal mehr oder sowas gehört. Ich habe ja so Black Metal für mich entdeckt, weil es irgendwie, wie soll ich das sagen, es klang halt sehr nach Punkrock. Na, und das war noch eine Zeit lang für mich spannend, aber in den 90ern dann auf jeden Fall weniger. Der Metal heutzutage klingt eigentlich immer mehr nach Stadionrock, weißt du? Und weniger nach diesem räudigen Garagen, dem punkigen Trash-Metal-Sound. Also im Proberaum klingt Metal auf jeden Fall immer geiler als irgendwie so beim Konzert oder sonst wo, finde ich, meine Meinung. Death Metal ist Mathematik und Black Metal ist Pseudopunkrock für bürgerliche Idioten. Also. Inzwischen kann ich überhaupt kein Black Metal mehr hören. Ich finde es total lächerlich. Diese ganze Aufmachung, auch die ganzen Black Metal-Fans, total albern. Nichts für mich. Also. Ja, ganz früh auf jeden Fall immer Burzum. Ne? Weil der Sound einfach so übertrieben brutal war. Es klang einfach so räudig nach Punkrock. Das hat mich halt auch diese überlangen Songs und so, überhaupt nicht technisch. Ne? Und dann diese Attitude von ihm. Ich hab's halt später, also ich habe Burzum lange gehört. Und irgendwann mal, nachdem der Wack Wickernes aus dem Knast war und dann immer noch auf seinem faschistischen, rassistischen Trip war, dachte ich, ey, ist egal, wie gut die Musik ist, ich kann einfach nicht irgendwie, weil in seiner Musik ist seine Seele drin, ne? Seine faschistische, rassistische Seele. Und dann habe ich alles von Burzum weggeschmissen, auch meine Backpatches von meinen Jacken alle abgemacht und alles im Müll gelandet. Also mit 45 war mir das einfach zu blöd. Ich finde eher sogar eher, dass Black Metal nicht so viele Möglichkeiten hat, sich zu wandeln. Also es gibt halt irgendwie so Alben mit dem ganzen klassischen Zeug, mit Klassik-Symphonie und alles. Und dann halt dieses norwegische Punkrock-Style halt. Ne? Und dazwischen, ja gut, ich finde israelische und die ganzen arabischen Bands finde ich sehr, sehr spannend. Aber diese Elemente mit den ganzen, sag's mal so ganz blöd, orientalischen Instrumenten gibt es ja auch im klassischen Metal. Ne? Gab es auch schon immer, auch bei Pentagram, die haben ja auch immer türkische, arabische Skalen und Vierteltöne benutzt und Viertelnoten. Und gibt es ja auch im Rap und sowas. Von daher ist jetzt nicht speziell Black Metal. Ich höre kaum noch Metal, kaum noch Punkrock. Ich habe so Ohrprobleme, vielleicht liegt es daran. Meine Ohren rauschen ganz fies. Das Problem ist nicht Black Metal oder überhaupt diese Art von Musik zu hören, sondern ich sehe überhaupt keinen Sinn mehr dahinter, dass diese Bands oder überhaupt diese Musik existiert. Ich sehe überhaupt keinen Sinn mehr irgendwie hinter Metal und Punkrock. Null. Es ist nämlich, Punkrock hatte seine Hochphase bis 1980. Ne? Und die geilsten Platten stammen von damals, ne? Bad Brains, Misfits, Ramones, all das ganze Zeug. Und ich weiß nicht, ich finde irgendwelche 45-, 50-jährigen Männer mit langen Haaren auf der Bühne, die da an ihren Gitarren abschreddern,
finde ich total lächerlich. Also das ist wirklich irgendwie, ich krieg dann nur noch Hass auf diese ganze Musik. Und ich habe diese Musik selber geliebt. Ich meine, ich mache selber noch. Ich habe ja selber noch eine Punkrock-Band, eine türkische Punkrock-Band. Wir heißen Kereste. Wir machen so eine Mischung aus Discharge, Hardcore, Punkrock und Pferdeteil von Arabesque und so. Aber das ist auch meine letzte Band und das ist auch eher so ein bisschen experimentell. Und ich kann mit der ganzen Kultur nichts mehr anfangen. Das ist wirklich merkwürdig. Liegt höchstwahrscheinlich an meinen Ohren. Ich hoffe. Metal ist was für junge Leute. Die Leute sollten aufhören, auf die Bühne zu gehen und Musik zu machen. Also es ist, ich meine, das war bei Black Sabbath. Es ist echt geil. Ne? Bei Motorhead war das auch noch so geil. Die hatten so eine Attitude. Also 50, 60-jährige Typen, die da Trash-Metal spielen. Ich meine, die sind eh doch sowieso alle vollgepumpt mit Medikamenten und ne, mit ihren Vitaminen und so. Dann ist das halt überhaupt nicht mehr ehrlich. Rap-Musik, Punkrock, Hardcore, Metal, das ist was für junge Leute. Mit 40, ey, musst du da, ne? Du spielst ja auch nicht mit 40 Jahren Fußball, Mann. Ne? Das nennt man Seniorenliga. Also, weißt du, so Senioren-Metal kann ich mir nicht reinziehen, Alter.